Jahres hier beim APC in der ersten Bundesliga-Herren und wir haben ein Topspiel für den Abend. Es trifft der Tabellenzweite APC auf den Tabellenzweiten Gruber Heizer. Beide Teams in den ersten zwei Jahren siegreich und dementsprechend mit guten Chancen auf Schirrbildung. Und gestanden mit der Ausstellung der Gäste vom Gruber Heizer. Mit der Nummer 7, Nick Kerner. Ja, herzlich willkommen zum Sonntagsspiel hier in der Herren-Bundesliga zwischen dem Hamburger Polo-Club und dem Club an der Alster. Ein absolutes Topspiel, denn beide Teams sind auf den Plätzen 2 und 3 in der Nordliga und haben sehr gute Chancen auf das Viertelfinale. Der Sieger ist hier auf jeden Fall stark im Vorteil, denn es sind nur noch zwei Spiele dann zu gehen. Nächsten Freitag für Alster beim HTRC. Der Polo-Club dann am Samstag zu Hause gegen Flottbek oder nee, beim DTV Hannover. Ich bin mir nicht ganz sicher. An meiner Seite wieder Ramin. Ja, ich freue mich. Ich mich auch, das wird schön. Ich sehe übrigens, DTV Hannover ist Samstag die Partie und Sonntag dann gegen Flottbek. Alster am Freitag beim HTRC und Sonntag zu Hause gegen DTV Hannover. Also nach diesem Spiel jeweils beide Teams noch zwei Partien. Und dann geht es darum, wer holt sich den Platz im Viertelfinale. Der HTRC durch die Niederlage gestern gegen Polo nur noch mit einem Punkt Vorsprung auf Polo und mit dreien auf den Club an der Alster, hat aber die besten Ausgangs-
Daten, weil man eben auch zu Hause noch gegen Alster spielt und mit plus 29 im Vergleich zu plus 5 und plus 3 ein sehr, sehr gutes Torverhältnis. Ja, und insofern ist das hier extrem wichtig. Wer hier gewinnt heute, der holt sich den Riesenvorteil für einen der beiden Viertelfinalplätze. Ramin, was denkst du? Was könnte es werden? Boah, es kann wieder von bis werden tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, wie die Partie sein wird. Keine 24 Stunden ist es her, wo wir gefühlt hier standen und das letzte Spiel kommentiert haben. Aber ich bin guter Dinge. Die Jungs sind auf jeden Fall sehr heiß. Man hat mitbekommen, die lassen sich nichts anmerken. Die sind komplett fokussiert, komplett konzentriert, wollen auf jeden Fall den Sieg heute holen und damit eben ihre Ausgangslage verbessern. Ja, schauen wir mal. Jetzt die Begrüßung durch die Schiedsrichter. Ich lasse dich mal einen kleinen Moment alleine. Ja, kein Problem. Die Jungs der deutschen Nationalmannschaft sind auch heute in den Oman geflogen für die Qualifier. Was ich gestern gehört habe, müssen die natürlich auch unter die Top 3 kommen, um eben sich zu qualifizieren für Paris. An der Stelle wünsche ich mir auf jeden Fall ganz viel Glück an unsere Jungs oder an Tizi Müller auf jeden Fall, der für den Polo Club hinfliegt. Und natürlich an unsere neuseeländischen Nationalspieler. Genau. So, ja, wird wirklich spannend. War Alster für mich ja das Comeback des Jahres im Tor. Tim Jesulat mit 44 Jahren. Ja, ehemaliger Nationalkeeper, Olympiasieger 2012. Also vielleicht ist es im Tor noch ein bisschen einfacher, mit dem Alter noch ein Comeback zu geben, aber du musst halt wahnsinnig beweglich sein. Und gut, er galt immer schon in der Halle so ein bisschen als Hexer mit unfassbaren Reaktionen. Ja. Aber ich sag mal, mit 44, erste Bundesliga, das ist schon eine Ansage. Aber das sieht man ihn auch gar nicht an. Also. Ja, da ein Helm auf. Nein, das sieht man ihm sonst auch nicht an. Ich ja von gestern wieder da. Genau, aber scheinbar haben sie die Seite wechseln wollen, damit nicht alles gleich ist. Das ist auf jeden Fall cool, wenn wir rückblickend auf die Partie von gestern schauen. Ja, die Schiedsrichter haben auch eine wunderbare Leistung erbracht und das Spiel auch komplett fair gestaltet. Das stimmt. Die sind beide auch also wirklich sehr souverän in ihrer Art und Weise, wie sie mit den Spielern und mit dem Geschehen umgehen. Insofern ist das natürlich immer etwas, was das Spiel auch beeinflusst und beruhigt. Mal gucken, heute könnte es schon ganz schön emotional werden. Und wenn man sich die Halle anguckt, wir haben einen sehr, sehr großen Alsterblock hier auf der, vom Feld aus gesehen, linken Zuschauerseite und einen großen Polo-Block auf der anderen. Also ich würde fast sagen, es ist nicht ganz ausgeglichen, aber es ist fast ausgeglichen. Alster mit sehr vielen Zuschauern, und wir haben gehört, die haben am Freitag nochmal ordentlich nachgelegt, nachdem dieses grandiose Spiel gegen den UAC noch gedreht wurde in den letzten 4 Minuten von einem, 4-7 auf einem 8-7. Irres ja. Finish der Alsteraner, und das ist nicht das erste Mal gewesen in der Saison. Wir haben 4 Spiele in dieser Saison noch umdrehen können. Also das ist, und zwar immer in den letzten Minuten, also das ist ihre große Stärke, und das weiß natürlich man auch bei Polo. Das heißt, wird man hier vielleicht führen in der Schlussphase, dann weiß man, Alster hat noch einen sehr guten Endspurt und scheinen eben auch das Spiel ohne Keeper dann am Ende ziemlich gut gestalten zu können. Also das ist natürlich auch immer noch ein Riesenvorteil. Auf jeden Fall punkto Freitag noch einmal kurz vorab. Alster hat Freitag gespielt, hatten einen Tag Pause, hatten die Regeneration unsere Jungs leider noch nicht. Ja. Aber dennoch hoffen wir das Beste an der Stelle. Auf jeden Fall. Kann ein Vorteil sein, muss aber nicht. Weil die Jungs natürlich, unsere Jungs, durch diesen Sieg gestern noch extrem euphorisiert sind. Ja, das auf jeden Fall, klar. So, Alster hinten rum, erstmal sicher. Ja, Paul gut am Verteidigen hier. Das hat er sehr schön gemacht. Ja, gegen Anton Böckel. Auch ein sehr, sehr guter Hallenspieler. Ja, man merkt aber tatsächlich auch heute eine größere Anspannung tatsächlich als gestern auf dem Platz. Es geht halt um richtig viel. Gestern ging es auch um was, aber da hatte man vorher gesagt, okay, gewinnt der HTRC, sind sie halt weg. Und es geht dann nur noch zwischen Polo und Alster um diese Viertelfinalplätze. Da war es nicht ganz so dramatisch, hätte man verloren, auch wenn es ärgerlich gewesen wäre.
Aber heute ist halt wirklich hier jeder Punkt wichtig und letztlich alles andere als ein Sieg ist für Alster eigentlich schwierig. Ja, Didi Lindekugel, der sich da festläuft. Ist auch ein ehemaliger Nationalspieler, langjähriger Nationalspieler, super Techniker. Lange die Jugend beim UAC verbracht, aber jetzt auch schon etliche Jahre bei Alster. Ja. Ja, jetzt gerade fehlen gerade so ein bisschen die Anspielstationen. Ja, Leon sucht, ne? Er macht das aber auch deutlich, dass er jemanden braucht. Und hier jetzt die Ecke, Bande runter, war wieder nix. Ja, eigentlich ein schöner Ball. Ja. Da ist noch ein bisschen abtasten. Anton Böckel hinten, Alster fängt im Dreieraufbau an, wechselt dann aber raus. Oh, das hat er sehr schön gemacht. Ja, Niklas Bruns. Laufen lassen. Auch schon ein, zwei Mal Deutscher Meister gewesen in der Halle. Ja, Leon gut den Ball behauptet, geht da ins Dribbling rein. Ja, schwierig, keine Anspielstation. Ja, selbst Olli Binder für den Querpass war eigentlich zu. Hat Alster sehr gut zugemacht. Ah gut, das ist dieses normale Abtasten. Ne? Die gucken sich gegenseitig an, wer spielt hier welche taktische Marschroute, wo kommen wir nachher durch, was müssen wir vielleicht auch verändern. Im Moment ja immer noch der erste Block drauf. Der ist sehr schön, der Ball, wenn er nicht noch abgefälscht worden wäre. Hat Lindekugel wieder sehr gut aufgepasst. Ja, Böckel dann doch lieber hinten rum, nochmal abgebrochen. Oh, den hat er sich sehr schön geholt. Stark, Benny Köbel, genau. Auf Olli Binder. Oh, schönes reingelegt. Ja, da war vor allen Dingen Köbel, hatte das Brett unten. Das wäre ein spannendes Ding gewesen. Ja, Bruns hat sich da gut behauptet und da ist die Ecke. Ja. Das hat er gut gemacht. Guter Gegenkonter. Ja, vor allen Dingen, er musste da, der Pass wäre nicht gegangen über den Schläger. Das heißt, er hat den Torschuss gewählt, leicht übers Brett gelegt an den Fuß. Und damit erste Ecke für den Club an der Alster. Ja, wir haben hier die 10 Mädchen vom Polo-Club direkt neben uns. Die wird man immer mal wieder hören. Die sind on fire. Mal gucken, ob sie recht haben. Geht nicht rein. Ja, Lindekugel am Schuss. Das ist auch der standardmäßige Schütze, aber die Ablage-Ecke ist auch stark bei Alster. Gucken, was sie wählen. Boah. Der ist sehr platziert. Und da war Benny Köbel zwar in der Ecke, aber der schlägt über seinem Kopf ein, da hat er keine Chance. Hat er sehr schön geschossen. Sehr platziert, ja. Das ist das 0-1 aus Sicht des HPC, das war aber gestern auch das Ergebnis gegen den HTRC, heißt noch überhaupt nichts. Und jetzt wird hier einmal durchgewechselt, jetzt ist der erfahrene Abwehrblock da mit Jojo Fröschle. Oh, weniger erfahren natürlich Jan Schedderhey, aber auch ein sehr guter Hallenspieler. Und vorne haben wir jetzt Nikolas Wellan zusammen mit Konsti Steib und Niklas Bosserhoff in der Mitte. Ja, ich bin heute gespannt, ob Konsti wieder zaubern wird. Aber die Möglichkeit bekommt. Oh, das war sehr unglücklich, die Aktion, muss man sagen. Till Brockmann, der da durchzieht und Niklas Bosserhoff im Gesicht trifft, aber es war zum Glück kein harter Schuss, keine sehr heftige Bewegung des Bretts, sodass er weiterspielen kann. Aber man merkt doch, auch ein bisschen beeindruckt von der Geschichte noch. Ja, auf jeden Fall. Ach, schwierig, die Jungs, die sind aufgeregt, man merkt's. Aber es ist ein schöner Ball von Julian Fröschlaber. Ja. Oh, das hat er sehr gut gemacht. Oh ja, wichtig von Brockmann, wenn er den nicht über die Bande bringt, ist Konzi Steib vorne raus. Ja, Jojo spielt ja auch heute gegen seinen Ex-Verein, auch wenn es ein paar Jährchen her ist. Das ist wohl wahr. Auch schon Deutscher Meister mit Alster geworden und nicht unbeteiligt dabei. Vielen schönen Toren. Ja, Nick Kerner, den hat er schön durchgesteckt. Das macht er schön, das ist die Erfahrung, ne? Ja, ist natürlich auch riskant, im Kreis sich auf dem Drückduell einzulassen, wenn da zwei Alsteraner vor einem stehen, aber ja, ich sag mal, wenn das hier einer kann, von der Erfahrung her, dann ist es Jojo. Auf alle Fälle.
Ja, Konsti. Ja, Rückhandpass ist in der Situation vielleicht schwierig. Oh. Ja. Ja, die aktive Bewegung. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob er den ans falsche, falsche Seite an, also runde Seite, Malte, meine ich zumindest. Nee, also ich habe gesehen, dass der Wischer über den Ball ging tatsächlich. Naja, bewegt hat sich der Ball, also okay. Ist eben die Frage. Ja, aber gut, wird auch noch diskutiert, aber letztlich steht die Ecke. Aber jetzt ist Didi Lindekugel nicht auf der Bank. Nicht auf dem Feld. Jetzt haben wir Nick Kerner da, der auch eine sehr gute Ecke hat, auch schon ein paar getroffen hat diese Saison. Hat den Hebel seiner Mutter geerbt. Britta Becker, die auch eine sehr gute Ecke hatte. Ist er wieder da. Oh, sehr schön verteidigt. Ah. Das ist die erneute Ecke. Ja, als er direkt in die Besprechung, weil ja, die auf jeden Fall, glaube ich, einen Weg gefunden haben, den Ball jetzt ins Tor zu kriegen. Ja, er war gar nicht gut rausgegeben. Nekana musste nach links ausweichen und hatte dadurch keinen so guten Winkel. Aber er hatte halt einen sehr schnellen, sehr guten Hebel. Jetzt aber auf kurz. Das ist sehr gut gemacht. Aber auch stark von Jojo Fröschler auf der Linie. Das hat er sehr schön gemacht. Ja, den hat er gerochen natürlich, aber wie schon erwähnt, auch gut von Alsterau. Ah. Moment, das kann keine Ecke sein, der wird geschubst von hinten. Also da hat er auch recht, da würde ich mich auch beschweren. Der wird ja nicht, der fährt ja nicht von selbst über die Bande, der wird von hinten gepusht. Ja, für mich eine klare Fehlentscheidung von Malte Garske in dem Fall. Ja, Malte zeigt's an. Ja, bewusst. Das ist das, was er hätte pfeifen müssen. Bewusst hat das Bossi auf jeden Fall nicht gemacht, da in die Bande reinzugehen. Naja, Entscheidung steht. Christian Blasch hat es auch nicht korrigiert. Insofern erneut Ecke. Diesmal wieder der Versuch. Oh, Garske 1A. Sehr gut von Niklas Garske gerochen. Was Brockmann davor hatte. Nach rechts raus. Ja, Pulle sollte jetzt zusehen. Das machen sie auch gut. Nicht mit mehr in Rückstand zu geraten. Oh, das ist unglücklich. Ja, aber beide lächeln. Christian Blasch sagt, ja, oh. Und da holt er, zieht er die Ecke gegen den Kerner. Sehr gut von Konsti Steib. Ja, das ist halt, das ist das, was ich bei Christian Blasch so mag. Er geht auf den Spieler zu, klopft ihn auf den Rücken, grinst und sagt, auf jeden Fall. Den Pfiff musstest du kriegen. Und auch wenn es ein Vorteil gewesen ist, den er da ein bisschen unglücklich abgepfiffen hat, das konnte er auch nicht sehen und er wollte keine Verletzung riskieren. Auch sehr gleich gegrinst und hat die Entscheidung auch angenommen. Da war Tim Jesulat schön raus, hat die Ecke verkürzt und Bossoff gezwungen, neben das Tor zu schlägen. Ja, die erste Ecke ist natürlich auch immer schwer zu nehmen. Geht erstmal auf Schuss, um zu schauen, was passiert, wie die Leute so rauslaufen. Köbel sehr, sehr stark gemacht. Gut behauptet. Sehr, sehr gut. Zu Bossi, ja. Bossi ein bisschen unglücklich, ist ihm weggerutscht. Hinten der ist Steibi, gut. Steibi geht rein und schießt. Sehr gut von Jesulat auf der Linie. So. Ah, das hat Steibi sehr schön gemacht. Holt sich da den Pfiff raus. Jetzt muss das Spiel schnell über hinten gehen. Leon Tornblüm hat den Ball. Rüber zu Bossi. Oh, schön in die Mitte gelegt. Sehr gut in die Mitte durch die Lücke gelegt, aber dann auch zu schnell für die Stürmer vorne, die das nicht gerochen haben. Ja. Ja, das Problem war ja gerade das Anlaufen. Ne? Wenn du da anläufst, natürlich kommen da die Räume frei. Dann fehlt natürlich der zweite Stürmer, der den Ball da eben bekommen könnte. Aber jetzt machen die Jungs Druck. Sind am Drücker, wollen das 1:1 schießen, noch 4 Minuten 20 zu spielen. Schneller Aufbau jetzt. Jetzt merkt man auch langsam, die Jungs laufen sich warm. Runter zu Paul Smith. Ah. Ja. Etwas unorthodox von der Bande weggesprungen. Der Winkel war nachher schlanker.
Das ist der Standardball im Moment. Über Niklas Bruns. So, der hat Köbel dem Ball. Der sich da beschwert, weil er sagt, das ist doch nicht gegen. Oh, das hat er schön gemacht. Spielt auch lieber zu Paul Smith. Ah. Ich tippe mal, dass dem Jesselert sich das Spiel von gestern angeguckt hat. Und hatte da mehr als einen Kicker in der Höhe parat für das lange Eck. Das waren gestern gegen Anton Brinkmann beim HTRC hier die. Oh, das macht er schön. Leon wollte gerne. Aber das ist schwierig. Ja, solche Entscheidungen gegen Olli Binder gepfiffen wegen Schlägerfouls. Kann man machen, glaube ich. Ja, jein. Es ist eben die Frage, das geht in der Halle mal so und mal so rum. Ich glaube, das gleicht sich immer aus im Laufe des Spiels. Aber sehr gut gemacht von Niklas Bruns, den Ball da im Rübergehen noch leicht abzufälschen, sodass er dann für. Was machen die schön? Als er spielbar war, das ist ganz stark von Krümel Bartels. Kriegt aber den Pfiff gegen sich. Ja, die Jungs laufen jetzt gerade langsam warm und kriegen auf jeden Fall gerade Bock, das Spiel zu drehen, wie gerade schon erwähnt gehabt. Man merkt auch auf der Bank auf jeden Fall ziemlich viel Interaktion. Jetzt gerade nicht mehr, aber gerade bei den Entscheidungen. Wird weiterlaufen lassen. Krümel Bartels läuft rein. Sehr schöner Schuss. Ja, ist schwierig aus dem Winkel. Ja, gestern halt ein paar Mal erfolgreich gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber wie du schon richtig erwähnt hast, dann wird der Alzerane Torwart Jesulat auch sich das Spiel angeschaut haben und wissen. Und der Bodenbeherrschung hier. Sehr stark. Ja, das ist natürlich auch die Erfahrung, die er hat. Und, So, Alster im Kreis. Ja, das drückt sich genau. Er drückt sich mit dem Brett durch das Liegende und ist dann ein Pfiff gegen Karl Alt. So, jetzt haben wir hier Paul Smith vom Ball. Über zu Olli Binder. Olli Binder, der kann eine Menge. Lange Ecke. Ja, meine Prognose ist auf jeden Fall, dass es noch spannender wird als gestern. Hat sich Steibi gut. Ist das Steibi? Ja, kannst von dir nicht Steibi sehen, aber ich glaube ja. Trinkt ja heute die 18 statt der gewohnten 11. Insofern müssen wir da mal ein bisschen genauer hingucken. Gut gemacht. Macht das Spiel schnell. Ja, schöne Stafetten jetzt. Oh, hat er sehr schön gemacht. Ah, nochmal raus. Ah. Ja, da versucht er eine Ecke rauszuholen. Gegen Fili Gröpper, der ist allerdings auch mega erfahren, der Captain vom Klubberner Alster. Aber es ist trotzdem auch wieder eine Freude, Konzi hier zuzugucken, weil das halt alles irgendwie nochmal schneller wirkt, was er da macht. Auf jeden Fall, gerade als Stürmer bin ich ein mega Fan davon. Und ich finde, das motiviert einen auch, wenn man jetzt gerade nur zuschaut, aber ich finde das unfassbar schön, seine Spiele, seine Ideen, seine Konzeption, die er mal raus hat, seine Torschüsse. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir das erste Viertel rum, eine Minute nur Pause. Das ist ja das Faszinierende im Hockey, diese Minute wird von den Kids immer genutzt. Das ist aber die Ansage hier, wegen des Hallenbodens möglichst mit Socken zu spielen, nicht alle halten sich dran. Ja, wollen wir mal gucken. Überhaupt kein Grund, hektisch zu werden. Robert Tiches ist übrigens gerade bei den Schiedsrichtern und erzählt nochmal, dass da die Aktion gegen Bosserhoff auf keinen Fall eine Ecke war. Er hat das nochmal ganz klar gesagt, dass er gepusht wird. Malte rechtfertigt seinen Pfiff gerade, aber alles freundschaftlich, alles ruhig, so. Jeder beharrt nochmal auf seine Position. Aber das gehört dazu. Zum Glück ist ja auch kein Schaden aus dieser Ecke entstanden. So, da sind wir schon wieder. Ja, ich muss gerade immer die ganze Zeit so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so einen Fokus aufs Spiel bekomme, weil dann ist man meistens leise, schaut sich das Spiel an, analysiert das Spiel. Ja, dann wecke ich dich auf, das kriege ich. Ich
gibt es da eine Umstellung? Da gibt es auch Umstellungen in Abwehr. Blöcke werden da durchgewechselt bei Polo. Jetzt Jojo und Leon. Genau, Jojo und Leon. Ich weiß nicht, ob es aufgrund einer Verletzung ist. Nee, ich glaube, die wollen da jetzt ein bisschen mal was anderes ausprobieren. Ja, ist ja auch spannend. Und es geht immer über die rechte, über die Mitte, die Anspielposition. Da ist ein Fuß, ja, Nikana. Hat sich ja wahnsinnig wieder rangearbeitet an die Mannschaft. Hatte ja so Ende der Jugend irre Probleme mit dem Knie. Und da sah das ja schon danach aus, als ob das nichts wird mit der Karriere. Aber ist jetzt ein wichtiger Faktor auch im Alsterspiel. Auf jeden Fall. So, jetzt Alster nochmal hinten rum. Aber Polo jetzt deutlich. Das macht er sehr schön. Schade. Schade. Wenn da das Brett liegt, dann ist es die Ecke. Ja, im Zweifel spielt er dann den Ball auch nicht. Boah, gewagt auf jeden Fall. Ja, Anton Böckel, amerikanischer Nationalspieler, der kann das. Guter Ball nach außen. Ah, die Jungs sind schnell zurück, das haben sie sehr schön gemacht. Oh ja, das ist sehr gut gehalten von Niklas Garst. Und dann wegen 3 Punkten, weil er doch gespielt hat, wird er rausgepfiffen. Ja, Borgmann hatte versucht, im Fallen dann auch in Garst rein mit dem Schläger. Und das ist natürlich dann 3 Punkte und wird rausgepfiffen. Ja, gut abgeholt von Alster. Da sind noch einige Junge dabei bei Alster, wenn ich da so in die. Ja, nicht viele, aber ja, 2, 3. Ja, genau. Ja. Genau. Weißt du, eine ähnliche Verteilung wie bei uns, würde ich sagen. Ja. Ah, Julio am Ball, spielt ihn runter. Das ist Krümel Bartels. Das machen die Jungs sehr schön. Jetzt haben die das Spiel ein bisschen angefangen, energischer zu gestalten. Ja, der war nicht hart genug. Ja. Ah. Zentral durchgespielt. Oh. Den muss er machen. Ja, da hatten die Jungs auf jeden Fall Glück. Das ist fast ein bisschen fahrlässig. Simon Mundorf. Herr Bechi versucht, die Jungs auch ein bisschen gerade einzuheizen. Aber das macht er schön. Ja. Ja, Niklas Wellern war das, auch ein österreichischer Nationalspieler im Dienste von Polo. Da ist er wieder am Ball. Macht er sehr schön. Rüber zu Steibi. Nimmt Steibi mit. Damit ist es schwer. Ja, Schwerpunkt, zu dupieren. Schwerpunkt aus dem Winkel zu schießen. Hier wird. Konzi schreibt in der Abwehr gerade. Der ist gut dabei. Er gibt gerade nicht so viel zu kommentieren. Ne? Es ist eigentlich ein offener Schlagabtausch, mehr oder weniger. Beide Mannschaften sehr aufgeregt, machen viele Basic-Fehler. Also jetzt nicht viele, aber ein paar Basic-Fehler. Und drücken eigentlich nur irgendwie Ball ins gegnerische Viertel und versuchen da irgendwas zu konzipieren. Oh, das macht gut, der ist gut, sehr schön. Muss er weiter. Ist die Klasse für Allen. Allen, aber da hatten sie den Weg zu, da kam er nicht vorbei. Oh, sehr, sehr stark. Köbel auch jetzt hier. Jeremy Köbel ist ein so brillanter Hallenspieler. Das hat er sehr schön gemacht und das ist das Tor von Niklas Wellen. Steib auf Wellen. Hat er sehr schön gemacht, der Junge. Das ist das 1:1. Und das war in höchster Geschwindigkeit. Richtig, richtig gut. Wellern genau im richtigen Moment dann auch abgehoben, sonst hätte er den nicht gekriegt, im Fallen, im Reinstürzen. Ja, das ist das 1:1 von Nikolas, nicht Niklas. Nikolas und Wellern bitte. Niklas Wellen ist dann doch noch jemand anders. Ja, passiert, tut mir leid. Der spielt auch für eine andere Nation, aber es ist okay. Jetzt sind die Jungs heiß. Ja, und das Publikum ist wach. Ja. Guter Versuch, rübergelegt auf Bartel. Es gibt nochmal extra Power. Ich bin jetzt auch wieder wach. Ah, die Jungs sind jetzt heiß, das merkt man.
würden das Momentum gerne nutzen, gleich dann mal die Führung sich zu holen. Ah, jetzt geht Alzheimer ganz, ganz vorne drauf. Sehr gut abgedreht nochmal. Ja, Köbel, stark. Ja, auch gestern kurz mit ihm geschnackt gehabt, weil er einen Ball ging es nie gekriegt hat durch Unterkirchen. Ja, Ball und Schläger, ne? Das war ja, beides. Der war eigentlich tatsächlich auch nicht sicher, ob er heute auf dem Pitch steht. Also weil er meinte Adrenalin und Schmerzen. Ah ja, das war aber auch ein ziemlich heftiger. Ah, der kam in der falschen, im falschen Winkel an die Bande direkt vor Bossi. Den kriegt er schwer. So, Alster wechselt hinten durch. Der Block um Fili Gröpper wieder drauf. Ja, was hältst du denn eigentlich davon? Blockwechsel oder Einzelwechsel? Also wenn eine Mannschaft sehr gut eingespielt ist, dann ist ein Blockwechsel natürlich wirklich ideal, weil die Leute ohne zu gucken wissen, was die anderen machen. Einzelwechsel sehe ich in Situationen als wichtig an. Wenn du Dinge auf dem Platz verändern willst, dann musst du als Trainer mal gucken, dass du einen Spieler mit einer Message draufschickst. Und der eben bestimmte Dinge auch besonders gut kann. Also insofern, da macht ein Einzelwechsel schon absolut Sinn. Aber an sich ist es natürlich für eine Mannschaft wahnsinnig hilfreich, wenn man den Block wechseln kann und Leute drauf hat, die genau wissen, oh, war das gut. Einhändig im Liegen, den sich rausgeholt. Köbel, Hallenweltmeister. Und das merkt man dann auch. Sehr gut hier wieder. Ist eigentlich fast unmöglich, da an der Ecke an ihm vorbeizukommen. Da haben sie den Ball wieder. Sehr gut rausgedrückt. Ja, da läuft Krümel Bartels gut an in der Mitte, ja, auf Paul. Ja. Ganz schwer, den mitzunehmen. Ja. Ups, sehr gut gemacht. Und jetzt mal die Chance auf den Konter. Bosserhoff, der ist schnell. Ja, der rutscht ihm ab. Ja, Niklas Bruns ist auch schnell, aber kommt da an Leon Törmlum nicht vorbei, am Captain von Polo. Bossi hat heute noch nicht so gut in die Partie gefunden, tatsächlich. Ja. Aber das wird er wahrscheinlich. Der ist, gut. Der ist sehr gut. Ja. Ja, gut aufgelegt. Oh. Oh, stark. Hat er gemerkt, er kann ihn nicht mehr ziehen, also schieße ich ihn. Der Winkel war nicht ideal. Wäre da drin gewesen, ich hätte keine Worte, ja. Also, die Partie ist sowas von offen. Das macht richtig Bock. Sehr gut von Olli Binder mitgedacht. Ich bin ihn rüber zu Konsti Steib, rüber zu jetzt. Bossi. Ah, ärgerlich, dass der von der Bande hochgeht und dann allerdings auch. Ja, da ein bisschen Unglück hier mit der Bande. Das ist jetzt schon das zweite, dritte Mal, dass die Bande hier ihm einen kleinen Strich durch die Rechnung macht. Alster wechselt nochmal, das heißt, deswegen wird es hier ein bisschen, oh, sehr schön hier ein bisschen langsam. Das macht er sehr gut. Ich spiele ihn rüber zu Steibi. Steibi mit einer Körpertäuschung, super gemacht. Schade, schade. Ja, Paul Smith ist schnell, aber nicht so schnell wie Steibi selbst. Der Ball, den hätte nur er selbst gekriegt. Das ja. Ja, jetzt sehen wir aber auch natürlich Konsti Steib und Paul Smith, beide vorne. Heißt, es gab einen Einzelwechsel. Ah ja, wie gesagt, sie wechseln jetzt ein bisschen durch. Ist natürlich auch gut, weil man Alster damit ein bisschen verwirrt. Die hatten sich natürlich auch auf was eingestellt in den Blöcken. Niklas, ja, Kerner, der war nicht so ideal, der Pass. Das macht Olli Binder schön, hinten oben raus. Er ist natürlich auch ein unglaublich ballsicherer Spieler. Zieht ihn sich jetzt, oh, brillant. Ja, die Halle liegt ihm auf jeden Fall. Ja, ja. Also ist auch, soll einfach auch sagen, in die Bewegung des Gegenspielers dann eben den Upser. Ja, guck mal, daran sieht man, dass Herbert Willig schon Ewigkeiten Manager ist. Der war genau zur richtigen Zeit dann weg. Sonst hätte er den Spieler abgekriegt. So, aber Polo jetzt mit den besseren Aktionen wieder in der Ecke und da holt er sich die Ecke. Steigt schon wieder. Sehr gut. Ganz, ganz clever. Es ist auch einfach nur mega schön, wie er sich nach jeder Aktion abfeuert. Er versucht alles fürs Team. Fröschle?
Er hat sich eigentlich jetzt eher nach hinten orientiert. Nee, schießt er nicht. Ich denke mal, es wird eine Ablage geben. Köbel, das ist eine interessante Konstellation. Stalp jetzt nochmal, geht nochmal auf die ganz andere Seite. Mal sehen, ob das was Bewusstes ist. Ach, Jesselat. Ja, macht er sehr schön. Sehr, sehr gut gegen den Köbel. Schlenzer, der nicht unplatziert war, der wäre genau unter der Latte gewesen. Und da reicht dieser leichte Helm zu Schierer. Sehr stark. Ja, gerade bei einem erfahrenen Torwart ist es, glaube ich, wichtig, den Versuchen auszuspielen. Weil der macht den Raum perfekt zu, ne? Auch so. Also ich habe jetzt den Winkel nicht von vorne. Er hat das als der Publikum gerade geweckt. Das war wieder eine starke Aktion. Vier Minuten 22 noch im zweiten Viertel. 1-1. Und das ist hier alles andere als ein langweiliges Spiel, auch wenn da zwei Tore gefallen sind. Oh, das ist so. Okay, der war sehr sichtbar. Ja. Also, fand ihn auch zu hoch, ehrlich gesagt, als dass ich das laufen lassen würde. Also klar, wenn steht einer dahinter. Ja, aber es steht einer dahinter. Also. Auf jeden Fall. Auch erstaunlich, dass Bech in dem Moment ruhig geblieben ist. Ja, aber gestern waren auch die Emotionen anders. Ne? Also gegen seine alte Mannschaft zu spielen. Ich meine, wie lange war der Trainer? 8 Jahre, 9 Jahre oder länger? Na, vorher ja bei Alster und bei Köln. Also ich glaube nicht, also viel länger kann es nicht gewesen sein. Aber in dem Dreh. Ja, sehr schön gemacht. Lange genug gewartet. Ja, die Bande spielt heute auch nicht so richtig. Nee, die ist unglücklich. Boah, das macht er sehr schön. Paul, oh. Versuch des Stechers, aber da war Till Brockmann auch sehr dicht hinter. Hatte das gerochen und dementsprechend nicht genug Zeit, um sich zu drehen Richtung Tor. Ja. Da habe ich gefehlt. Nein, Spaß, aber Stecher ist wirklich einer meiner Favorites in der Halle. Ja, ist allerdings aus größerer Distanz meiner Meinung nach in der ersten Bundesliga fast unmöglich, dass der reingeht. Dafür sind die Keeper viel zu gut. Ja, kurze Distanz ist okay, ne? Distanz ist schwer zu reagieren, aber also das hier waren jetzt mal locker 6 Meter. Den kriegst du nicht. Oh. Und der ist im. Ah. Ja, da war der Vorteil dann abgepfiffen. Sehr gut. Auch schön laufen lassen. Erstmal vom Blasch, dann gemerkt, geht nicht. Und dann den Vorteil abgepfiffen. Das ist sehr, sehr gutes Umpiring. Sorry. Ich hatte eingangs schon erwähnt gehabt, Tizi Müller ist ja mit der Nationalmannschaft heute nach Oman geflogen. Richtig. Und unsere Neuseeländer sind schon vor Ort. Die ja gegen sie spielen. Sind sogar in einer Vorrundengruppe. Boah, ist das. Naja. Wichtig ist auf jeden Fall Top 3. Weil das auch einer der letzten Teilnahmen von Tizi Müller ist. Ja, du musst unter die ersten 3 kommen. Das heißt, du musst unter die ersten 2 in der Gruppe kommen. Sollte den Deutschen gelingen. Und dann aber, ja, hast du 2 Spiele, um die Top 3 zu erreichen. Sag mal, bei den Herren ist das, ja, wäre das eine Riesenenttäuschung, wenn sie es nicht schaffen. Klar, gerade auch für Tizi Müller, der möchte ja natürlich noch sein. Aber ich sehe, also ehrlich gesagt, sehe ich nicht, wie sie das nicht schaffen könnten. Da müsste schon, also müsste rabenschwarz laufen. Ja, das hat er sehr schön gemacht, Bossi. Schön reingelegt, schön geholt. Diese Reichweiten. Oh, aber auch ganz stark von Karl Alt. Sauber rausgefischt im vollen Lauf. Ja, ist ein sehr, sehr gutes Heilnocke-Spiel hier. Das macht richtig Spaß. Ja, der Idealfall ist ja natürlich auch, dass unsere Neuseeländer ziemlich weit kommen, dass die deutsche Nationalmannschaft weit kommt. Schade. Ja, okay. Oh ja. Er war allerdings auch extrem gut gespielt. Sehr, sehr schnell rübergelegt von Niklas Bruns. Und dann war es, glaube ich, genau, Karl Alt, der ihn dann nutzt zum 2-1 für Alster. Noch 20 Sekunden, nicht ganz unwichtiges Tor direkt vor der Pause.
Ja, es gibt auf jeden Fall nochmal Motivation in der Besprechung, in der Halbzeit, vor der Halbzeit. Ja, mal gucken, ob Pudo noch diesen einen, die eine Chance kriegt in den letzten Sekunden. Aber Sekunden. Im Moment. Boah, nee. Sieht nicht schade aus. Ah ja, also als da nochmal mit einem kleinen Ausrufezeichen, mit dem 2-1 direkt vor der Pause, sehr, sehr schön schnell ausgeführter Freischlag. Und dann rübergespielt auf den langen Pfosten. Da konnte Niklas Gast auch wirklich nichts machen aus der kurzen Distanz. Ja, Polo vorher mehr Chancen, meiner Meinung nach. Hat sie aber eben nicht genutzt, beziehungsweise Alster kann sich da auch extrem bei Tim Jessulat bedanken, der hier, ja, auf jeden Fall, ich sag mal, 5, 6, 7 hundertprozentige müsste gehen. Hundertprozentige dann tatsächlich auch vereitelt. Ja, wir sind demnächst wieder da. 10 Minuten Pause. Das Mikro machen wir für euch an, wenn ihr hier Besprechung macht, auf jeden Fall. Und dann hören wir uns gleich wieder. Pause, genau. Bis gleich.
So, wir sind zurück nach der Halbzeitpause. Als da kurz vorm Wechsel hier das 2-1 gemacht. Amin ist auch wieder da. Mal gucken, wie Polo reagiert. Letztlich wird das hier eine enge Kiste bleiben. Du kannst mich hören? Ja, wunderbar. Sehr schön. Bisschen, ja, also. Ja. Ja, wir stehen jetzt auch nicht so perfekt gerade, ne? Wenn jetzt ein Ball kommt. Hier ist ein Netz. Ja, Alster macht hier gleich ein. Ja, Nick Körner mit einem Spin. Hat er schon gemacht. Ja. Darf natürlich eigentlich nicht am gelegten Brett vorbeigehen, ehrlich gesagt. Nee, das ist schwierig. Und das ist ja auch kein Spieler, der einen tiefen Schwerpunkt hat. Aber hat er eben stark gemacht. So, und jetzt ist er selbst am Schuss, kann sich belohnen. Ah, ist auf der Ablage. Wir könnten die auch theoretisch jetzt rausgeben. Ja, Gazi heute natürlich wieder in Topform und ja, ich bin gute Dinge, dass er jetzt nicht reingeht. Ja, mal gucken. Den kriegt Nick Körner direkt drauf, aber er geht auch links vorbei. Verzieht er etwas. Gut abgelaufen. Wichtig für Polo, ehrlich gesagt. Jetzt das direkte Tor 20 Sekunden vor der Pause und direkt nach der Pause, das wäre nicht gut gewesen. Ja, auf gar keinen Fall. Was macht Steibi sehr schön. Paul steht hinten. Ich glaube, da steht. Oh, da hat Paul Smith nicht mit gerechnet. Er hatte das Brett irgendwo auf Brusthöhe. Hätte er es unten gehabt, wäre er drin gewesen. Ja, das war der gleiche Versuch. Den haben sie jetzt aber auf der Pfanne gehabt. Ah, komm schon, Jungs. Ja, die Ideen fehlen gerade noch ein bisschen. Beziehungsweise nein, nicht die Ideen fehlen. Die sind zu kompakt. Alster steht zu gut. Und ja, ist halt eine extrem technisch extrem gute Hallenmannschaft. Wir wissen, wie sie das machen müssen. Brauchst du halt wirklich viel Geduld, um da die Lücken zu erspielen. Wie haben denn die Jungs im Hinspiel gewonnen? Ziemlich deutlich. Okay. Ich glaube 10-4 geht das aus oder 10-6, irgendwas in dem Dreh. War allerdings auch kein Glanzstück von Alster. Die waren auch nicht mit sich zufrieden in dem Fall. Ja, wie sagt man so schön, gutes Pferd springt genauso hoch, wie es springen muss. Und natürlich ist jetzt die Phase wichtig und entscheidend. Oh, das macht er schön. Oh. Ja, gut von Körner noch gerettet. Der wechselt jetzt vorne durch für den Angriff. Den könnte er noch haben. Ah, hat er auch. Quergelegt. Oh, da hat er gesehen, dass der kam. Und das ist ganz stark gewesen von Olli Binder. Das hat er geahnt. Oh, schade. Oh, da hat er ihn gesehen. Und diesmal hatte Paul das Brett unten. Nur kriegt ihn ein Stück weit zu weit nach vorne. Dass er auf den linken Fuß springt. Sehr ärgerlich. Ja, schön gespielt. Den immer eiskalt rein. Ganz stark von Olli Binder. Boah. Ja, der hat jetzt ja, mit der Rückhand vielleicht leicht geschlagen. Das ist schon okay, glaube ich. Boah, das macht Gazi sehr schön. Dreht sich da in den Mann rein. Ja, ich schau mal kurz jetzt nochmal auf den Namen. Schießt das war Tom Lindekogel. Lindekogel. Ja, und Nicolas Vellan. Ja. Jetzt richtig ausgesprochen. Ja, auf jeden Fall gut vom Ball weggegangen, weil sonst hätte es auch ziemlich gut eine Ecke geben können. Ja, jetzt Jojo Fröschle im Spiel. Ja. Ja, versucht Krümel Bartels vorne anzuspielen. Eigentlich ist auch schwierig, der mit zwei Leuten flankiert. Ja, Niklas Bruns. Damit kann er quasi nicht dupieren. Ja. Vorteil. Ja, Vellan überrascht von dem Ball. Irre Geschwindigkeit jetzt gerade. Oh, den holt er sich gut. Oh, ja, ist die aktive Bewegung. Da durchs Brett durch. Das ist schon leider so. Ich glaube, er hätte nur Geduld haben müssen. Da. Das macht Gazi sehr, sehr schön. Fallen. Das macht er sehr, sehr schön. Ich
finde auch das Spiel von Gazi unfassbar. Oh. Ja, da trifft er seinen eigenen Mann. Mit dem Rückhandschlenzer, zum Glück, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der wäre oben im Wickel gegangen. Ich finde Gazi Spiel auch immer ziemlich cool, weil er ist ein echt ruhiger Typ und lässt sich nichts anmerken, aber dahinter steckt ganz viel Körperspannung und Leidenschaft. Ja, nicht umsonst, boah, Nationalkeeper. Das hat Krümel Bartels auch sehr schön gemacht. Das war eigentlich Fuß. Boah. Ich habe da ein deutliches Fuß gesehen. So. Ja, wie sagt man es immer so schön im Hockey, das war vielleicht einer zu viel mit dem Zieher noch da vorne. Nein, aber... Ja, auf der anderen Seite, er braucht eine Torschussposition, ja, und eben, der Spieler stand vor ihm, der muss da noch ziehen. Ja, sehr gut gemacht. Schade. Böckel nimmt ihn noch mit. Oh. Ja, Tunnel der Gast, aber hat den Winkel nicht für das Tor. Jetzt haben wir eigentlich Top-Position für die Tore, die wir schießen. Hoffen wir, dass da auch was einschlägt. Oh, jetzt ist wieder Steibi im Tempo-Dribbling. Steibi dabei. Oh. Da prüft er ihn mal mit einem überraschenden Rückhandschlenzer. Sehr gut. Das ist immer so eine Sache von, er drückt sich durch, ne? Ist das ein Stegerfoul des Stürmers oder des Verteidigers? Teilweise ganz schön brutal dann auch im Hallenhockey geworden, wenn du dann versuchst, mit dem Ball einfach den Schläger wegzupressen. Ja klar, auf jeden Fall. Aber gut. Bisher haben die Schiedsrichter das hier sehr, sehr gut im Griff, finde ich. Und das ist eine faire Partie. Ja, es gab bisher auch noch keine Karten. Ja, Olli Binder, kommt da eine Tuschesposition? Ja, zu weit reingelaufen. Kann man auch nicht schießen. Steibi. Mit dem Binder. Jetzt sind sie da hinten ein bisschen in der Ecke gefangen. Einmal versucht des Wechsels. Oh, das macht er sehr, sehr gut gemacht. Oh. Ah. Ja. Da fehlte der Halt für den Torschuss. Leicht im Rutschen gewesen. Dadurch der Ball auch abgerutscht. Aber da sehr gut geholt von Steibi. Oh, nein! Sehr schön aber gemacht. Und da liegt ein Alzeraner, genau. Hat sich jemand übel verletzt. Schade. Das tut weh. Wer ist das? Ich kann das nicht sehen von hier. Ich glaube, es ist Anton Böckel, der da liegt. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Sind da zwei zusammengerannt. Ja, noch 7 Minuten 33. Ja, aber kriegt Applaus. Ja, Malte Gas gesagt, auch ich habe da nichts gesehen. Ich glaube auch wirklich, es sind zwei irgendwie zusammengerannt in dem Gedränge vorm Tor. Da kann dann auch keiner was für. Aber es tut natürlich weh. Vor allem, wenn man nicht drauf gefasst ist. Es gibt dem das Bulli. Ich glaube, das genau. Ganz fair. Krümel Bartels gibt den rüber. Weil die Versetzung war bei Alster und Alster war am Ball. Ja, für die Gröpper. So, jetzt wacht das Publikum hier mal ein bisschen auf, weil sie auch merken, Polo braucht die Unterstützung. Hier muss jetzt mal eine kleine Initialzündung her, damit das hier wieder in die andere Richtung geht. Ja, ich bin gerade wieder im Spieltunnel. Ja. Also. So, das ist genau mit 3 Punkten gespielt. Da müssen Ideen kommen. Was bedeutet ein Unentschieden? Also ein Unentschieden wäre für Polo deutlich besser. Ja klar. Weil Alster, wie gesagt, noch gegen den HTAC spielt, und zwar beim HTAC. Das ist ein sehr guter Ball. Gegen wen spielt heute der HTAC? HTAC spielt heute zu Hause gegen, ich glaube, TTV Hannover. Okay. Ja, bin ich auch gespannt, ne? Nee, spielt gegen Floppig, bei Floppig. UAC spielt gegen TTV Hannover. Wie ist eigentlich schon jetzt die Tabellensituation? Oh, sehr gut gezogen von Olli Binder. Ja, clever gemacht von Gröpper. Lässt ihn dann einfach jetzt auslaufen. Tabellensituation ist HTRC mit 16 Punkten vorne, Polo 15, Alster 13.
Und UAC dann schon 4 Punkte weg von Alster. Genau wie Hannover. Floppig mit 0 Punkten eigentlich schon abgestiegen. Es sind zwar noch 3 Spiele, aber ehrlich gesagt auch mit einer sehr großen Differenz bei den Toren. Also nach der gestrigen Niederlage sieht das für Floppig so aus, als wenn sie nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga angreifen müssen. Ja. Aber es steigt nur eine Mannschaft ab. Gut von Köbel. Was macht er sich? Was? Das weiß ich nicht. Er pfeift Schlägerstellen. Finde ich ganz schön hart. Oh, und da hatte sich aber, da hatte tatsächlich Böckel den Ball für sich schon bewegt. Für mich dann ausgeführt. Aber naja, das ist auch eine Interpretationssache natürlich. Aber es steigt auf in der Halle nur eine Mannschaft ab dann, ne? In der Halle steigt eine Mannschaft ab. Es gibt auch keine Spiele um die Playoffs quasi, wer absteigt. Nein. Also das ist einfach. Okay. Oh, Olli Binder, ganz stark. Ja, das hätte ich jetzt anders gepfiffen, weil da war der Körper drin. Nee, das hat er sehr schön gemacht. Das hat er sehr schön Kommt gemacht. Rein. Ach, der ist gut. Ja, der Ball ist. Boah. Ach, das. Boah. Ja. Ja, die Bande spielt heute auf jeden Fall nicht mit, aber... Aber er nimmt ihn runter auch noch, er nimmt ihn flach. Und ehrlich gesagt, wenn er das Hohe von Nick Kerner eben nicht pfeift, dann kann er das nicht pfeifen. Ja, sorry, eben. Da bin ich bei Malte Gaske, das sehe ich halt mal anders. Aber ehrlich gesagt, man kann bei 60 Minuten nicht keinen Fehler machen, das geht nicht. Oha. Ja, guter Versuch, bisschen steiler Winkel. Ja, noch 4 Minuten in diesem Viertel. Ja, Wasserhoff hinter. Das macht Björn sehr schön. Ja, auf ganz hohem Niveau hier, ehrlich gesagt. Die sind technisch alle so brillant. Das machen die sehr schön. Da muss er jetzt schnell sein. Gut gemacht. Wieder steib. Wasserhoff, da ist sehr schön. Der ist hinten völlig frei, aber da fehlt die Anspielstation. Der versucht, den auf Stecher zu machen, ist natürlich dann schwer. Jetzt muss er mitspielen hier. Gazi, genau. Hat er gut gemacht noch. Jawohl. Oh, ist der gut wieder. Oha. Was? Ja, was? Krasse Proteste, aber jetzt auch die Anzeige von Christian Blasch. Das ist Quatsch. Ja, Christian Blasch hat es ihm angezeigt. Als er jetzt protestiert, weil sie denken, er hat auf die zweite Situation reagiert. Nein, aber ich glaube, dass Christian ihm die Ecke angezeigt hat und er daraufhin dann nachträglich gepfiffen hat. Ja, also sorry, aber wie gesagt, wie du auch meintest, ne, wenn gewisse Sachen gepfiffen werden, dann muss genau auch das gepfiffen werden. Ja, Malte geht jetzt nochmal zu Christian, berät sich mit ihm, aber ich meine, dass Christian die erste Situation schon gesehen hat und das war eine klare Ecke. Auf jeden Fall. Also es war kein 7 Meter, weil er vom Torwart schon zurückkam, aber genau. Für mich eine klare Ecke und das pfeift er hier auch. Aber jetzt ist Lamentieren wirklich, da kann ich gar nicht mehr drauf ab. Also. Naja, das Ding ist, der Pfiff kam halt sehr spät und in der Situation hat er Alster keinen Fehler gemacht und deswegen war das für Alster jetzt schwierig einzuschätzen. Ja. Und das Lamentieren gehört ja leider irgendwie dazu. Und das machen alle. Also da ja, gibt's. Nee, da schließe ich mich auch nicht von weg. Das mache ich auch selbst. Oh. So, jetzt mal rein damit. Yes! Der passt! Let's go! Da ist ein Ausgleichstreffer von Konstantinstein. Ja. Hat er sehr schön gemacht. Schöne Höhe. So 20 cm über Brett. Rechts. Genau neben den Pfosten. Und das war wichtig jetzt. Vor der Viertelpause, vor dem letzten Viertel nochmal auch das eigene zweite Tor zu schießen. Ja, wer hätte gedacht, dass das hier so eine torarme Partie wird, was natürlich den beiden brillanten Keepern auch geschuldet ist. So, und jetzt Momentum wieder nutzen. Ja, richtig am Sagen. Momentum am Nutzen am besten. Ja, sehr gut den Schläger noch von Bosshoff reingebracht. Niklas Bruns holt ihn sich, weil es eine lange Ecke natürlich dann.
Ja. Ja, wir sind richtig in der Pull-Position hier in der Ecke. Da muss man aufpassen, das Kabel ist nicht lang genug. Ja, oh, der ist gut. Ah, da wäre vorbei gewesen. Oh. Ah. Zellan mit dem Versuch, das Traumtor zu machen. Jetzt hier einmal. Ah, es muss gewischt werden. Wäre das jetzt deine Aufgabe gewesen, oder? Ne, meine Aufgabe wäre jetzt gewesen, das heißt, die Aufgabe des Hallen-DJs wäre gewesen, ein bisschen Haushalt zu spielen, weil das ein berühmter Hockey-DJ immer gespielt hat, wenn gewischt werden musste. Aber ich finde, es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Oh. Ja, die Bande ist irgendwie ein bisschen, ne? Boah. Ja, das ist eben immer das. Also er sagt, ist eine aktive Rückhandbewegung von Bosshoff, damit ein Schlägerfoul. Versuch von Bosshoff ist natürlich aber, das Brett eigentlich da zu legen. Und, ich glaube, ich würde jetzt einmal in Deckung gehen, weil, ne? Hm? Ich gehe mal ein bisschen in Deckung hier jetzt bei der Ecke. Was soll passieren? Ja. Die Jungs haben die. Ah, vierte Ecke Alster. Ich bin da sehr optimistisch. Ah. Ja, Paul Smith dann auf dem Weg ganz vorne in den Kreis. Jetzt Polo noch mit vier Rausläufern. Hier wurde nochmal gewechselt, also Alster, ganz rüber. Und oh, der ist gut sehr abgelaufen, sehr schön. Oh. Ja, da offensichtlich Bosshoff gegen den Schoner bekommen. Ah, stark abgelaufen. So, Viertelpause. Die Ecke wird natürlich noch ausgeführt. Und auch die Aktionen danach noch, bis der Ball dann raus ist. Ja, Gazi läuft ja komplett raus. Oh, da versuchen wir wieder denselben Move zu machen. Oh, ja, aber geht dann deutlich übers Tor. Ganz stark auch von Polo durch den Kreis weg abgelaufen, nach außen raus. Zum Glück auch technisch nicht sehr gut ausgeführt von Alster. So, damit sind wir bei einem 2-2 in der letzten Viertelpause. Eine Minute Pause. Und dann haben wir 15 Minuten richtig Crunch-Time, richtig enges Ding hier bei diesem, ja, vorentscheidenden Spiel ums Viertelfinale. Und ich finde, man kann die Spannung greifen auf dem Platz. Und wir haben es am Anfang erwähnt, die letzten vier Minuten sind die vier Minuten von Alster gewesen, ja, in dieser Saison, mehrfach. Außer im Hinspiel gegen UAC, da haben sie es in den letzten vier Minuten vergeigt. Also auch die andere Variante haben sie schon erlebt, aber eben viermal nicht und viermal haben sie es gedreht. Mal gucken, was heute passiert. Ja, Freddy Ness sagt ja auch immer, wenn eine Mannschaft mit 2-0 in Führung geht, dann wird es immer ziemlich knapp zum Ende. Jetzt war das halt immer ein offener Schlagabtausch, genau, aber... hatten wir nicht. Polo jeweils zweimal den Ausgleich gemacht, als er zweimal vorne. Ja, das letzte Viertel, ich bin gespannt. Könnte emotional werden an der Stelle, aber... Ja, vor allen Dingen heute muss ich sagen, die Mannschaft, die den Keeper zuerst rausnehmen muss, ist klar im Nachteil bei den Torhüterleistungen heute. Klar. Insofern möchte man hier jetzt eigentlich nicht in Rückstand geraten. Und deswegen war es auch extrem wichtig, dass die beiden Ecken hier für Alster gerade nicht zum Erfolg führten. So, Polo vorne nochmal ein bisschen durchgewechselt. Steibi jetzt mit Krümel Bartels auf dem Feld. Was auch immer das bedeutet. Ich glaube, es ist die vierte Variante inzwischen vorne oder die dritte. Das kann ja nur die dritte sein. Nee, Steibi und Krümel gab es die Kombi noch nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich schaue mal kurz. Ja, stimmt, hast recht. Oder? Wie auch immer. offensichtlich mixen die Trainer da ganz gerne jetzt mal durch. Und ehrlich gesagt, bei Steibis Impulsen hätte ich den jetzt auch gerne immer drauf. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, jetzt ist natürlich entscheidend, jetzt in den letzten 15 Minuten, wie setzt man ihn am besten und effektivsten ein. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, ja, gewählt, dass er zu Beginn startet und dann wahrscheinlich das Spiel, ja, genau, das Spiel dann quasi auch noch zu Ende bringen kann und in der Mitte kurz rauskommt. So, hinten die beiden Supertechniker, Bosshoff
und Törnblom. Die Jungs verlagern das Spiel jetzt nach links. Ganz so steil sieht da wahrscheinlich Krümel Bartels. Ja, aber da ist nichts zu holen. Ja, das ist halt das Schöne, ne? An Konstantin Steib, dass er halt eben, man sagt ja immer Ball annehmen und dann denken, aber er. Aber der weiß schon, was er macht, bevor er den Ball annimmt. Ah, das war. Ja, Kerner täuscht die Drehung an. Sehr gut. Sehr gespielt. Ja, da ist der. Genau, und jetzt. Wow. Also, da habe ich auch ehrlich gesagt. Also, klar, Schlägerstellen sehe ich, aber irgendwo auch, das meinte ich auch gestern, du musst ja den Ball annehmen, verarbeiten. Und wenn das in einem Verarbeitungsprozess ist, finde ich ein bisschen schwierig, dass dann. Das jetzt in dem Fall Pfeife gerade eben, ne? Boah, den sieht er gut. Den fängt er gut ab. Ja, Kerner mit einer Hand. Sieht gut aus. Das macht er schön. Macht er sehr stark. Stark gemacht von Olli Binder, das war wichtig. Boah. Aber auch hier wieder gut abgegriffen. Ja, Außenbrett. Ja, starke Aktion von Alster, aber zum Glück nicht erfolgreich. Jetzt sieht da vorne Olli Binder. Genau. Oh, Annahmefehler. Sehr ungewöhnlich. Der hat eigentlich so eine sichere Technik. Schade. Ja, sehr gut direkt gespielt. Das macht er schön. Ah, muss er laufen? Läuft er auch? Die Steig bietet sich an. Ach, der Weg ist zu. Ja, clever gemacht von Böckel, der jetzt mit nach vorne geht. Ja, sehr gut. Schöne Verteidigung, ist alles richtig gemacht. Ja, da sehe ich, ja, ist ein Stock voll, genau, hat er gepfiffen. Obwohl das so eine große Kante ist, echt schwer an dem Kerner vorbeizukommen, ne? Das ist schon beachtlich. Klar. Der hat den Spread eigentlich nie ganz unten, ne? Der zieht den immer von weiter oben. Ja. Aber ist damit extrem erfolgreich. Jetzt noch 12 Minuten zu gehen. Ja, Wasserhoff, da findet er. Ah. Ah. Oh nein. Ja, das ist die grüne Karte und er braucht nur 3 cm hochzuschießen, dann ist es ein Torschuss und dann ist es kein Problem mehr. Das finde ich immer unglücklich. In so einer Aber Situation. Er hat auch keine Proteste, also eine Minute. Ist zum Glück nicht so eine lange Zeit, aber muss man jetzt überstehen. Ja, im Hallenhockey schon lang. Ne? Ja. Mal gucken, da in der Ecke angespielt. Okay, in der Ecke lässt man ihn natürlich gerne stehen. Jetzt heißt es einfach nur kein Tor fangen. Ja, wichtig vorne drauf. Das haben sie gestern extrem gut gemacht. In der künstlichen Unterzahl, das verhindert. Da sehr gut abgefangen eigentlich. Oh, unglücklich, den Vorteil rausgepfiffen. Aber gut, in der Phase ist es nicht schlecht, weil es Zeit von der Uhr nimmt. Ja, hier müsste jetzt Steib vorkommen, tut er aber nicht. Oh, ist der gut. Oh, macht er schön. Oh, ist das gut. Macht er schön. Wasserhoff. Ui, und ist das 3 Punkte oder ist es nicht 3 Punkte? Boah. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er reinfällt. Aber das war knapp. Hat Lindekugel Glück gehabt. So, jetzt sind Pudel wieder komplett. So. So, sehr gut überstanden. Und das auch noch mit guten Aktionen für. Ja, jetzt. Nicht laufen lassen. Das macht er gut. Das macht er gut. Das ist ein Schlägerfoul hier vorne, genau. Ja, komm, ab geht's. Schnell gespielt. Wasserhoff sucht. Oh, findet. Extrem gut von Niklas Bruns noch mit dem langen Brett rausgeholt. Ey, versuchen jetzt Konstantin Steib aus dem Spiel rauszunehmen. Das ist echt spannend. Boah, die stehen sehr, sehr gut als Kollektiv. Ja. 10-52. Der ist gut. Ja. Das war zu spitz der Winkel. Ja. War gut von Jojo Frösche noch auf Paul Smith abgelegt und auch. Naja, das ist ein Torschuss, ne? Also ist ein Torschuss. Ist ein Torschuss. Ja, ich glaube auch, er entschuldigt sich. Gas gesagt auch, das ist nicht absichtlich durch den Mann gezogen, sondern er schießt aus dem Reflex raus Richtung Tor und da stand nun mal leider. Aber das habe ich noch nicht richtig verstanden. Anton, das heißt, Wenn ich aufs Tor schieße oder wenn man aufs Tor schießt? Wenn der Spieler direkt davor steht, darfst du nicht hoch durch ihn durchspielen. Okay, aber war das nicht
bei uns eine Ecke ging? Weil da hat er geschossen und er ging quasi an Schienbein von Bossi. Ja, es kommt immer auf die Entfernung drauf an, ehrlich gesagt. Geht um die ersten 1-2 Meter. Aber gut. Ja, ich finde die Entscheidung immer ziemlich schwer. Ja, es ist vieles Interpretationssache, aber ich finde, die Schiedsrichter machen das extrem gut. Ja. Ja. Hier. Aber da sehe ich die 3 Meter nicht, weil er bewegt. Er hat den Ball doch gar nicht. Hat er den Ball berührt? Läuft doch 3. Nee, das, also ich habe das gesehen, komplett alles legitim hier. Ja, Gas sagt auch. Nee, er muss seine Rüstung rechten. Also dann muss Cheddar Hay in irgendeiner Form ihn doch beeinflusst haben. Mitlaufen darf er natürlich. Ja, er hat doch erst eingegriffen hier im Kreis und ich meine von dort. Ja, aber er ist nie 3 Meter weg. Das ist ja das Entscheidende. Er muss doch 3 Meter laufen lassen, oder nicht? Ja, aber er kann ihn nicht begleiten. Also er darf nicht vorher ran und ich glaube, er hatte Körperberührung oder irgend sowas. Das hat Christian gepfiffen. Ja, okay. Ja gut, noch 10 Minuten, 2-2. Ich glaube, das läuft auf deine goldenen 4 Minuten raus. Ja, ich hoffe nicht, denn die waren ja bisher bei Alster immer golden. So, mal gucken. Dann eher die goldenen. Eine andere Aufstellung bei Alster. Linne Kugel hier ganz außen. Und Gazi wird den haben. Gazi, oh, da verspringt er. Boah. Warum pfeift er den ja, nicht? Ja, hallo. Schwierig. Nein. Also ehrlich gesagt, der verstoppt die Ecke hoch. Das ist doch kein Vorteil. Die kann man doch nicht weiterlaufen lassen. Oder bin ich da mit den Regeln nicht konform inzwischen? Also, ne, es stand natürlich keiner, echt, wie gesagt. Alster forderte hier den 7 Meter gerade, weil der letzte Schuss dann quasi durch den Mann durchging, Richtung Tor, der Hitter frei gewesen sein soll. Ich glaube, das war auf keinen Fall ein 7 Meter, aber... Nee. So, aber, oh, naja gut, Ecke nicht gekriegt, sehr gut, auch wichtig. 9,5 Minuten und es steht 2-2. 2-2 wäre für Polo besser als für Alster, die müssen jetzt noch auf jeden Fall ein Tor machen. Oh, das macht er schön. Keine aktive Bewegung, das pfeift er nämlich. Alles richtig. Sehr gut von Niklas Gast. Oh, Julius frei. Der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Hör zu Paul. Mach ihn doch! Da war irgendwo noch was dazwischen. Ja. Ich glaube, es war der Kicker von Jesulat. Er hätte ihn reinlegen können zu Jojo Fröschler. Jetzt! Ja, nein! Nee, warte, das war ein klares Stockfall. Hörst du auch? Ja, klar auf ihn. Ja. Ja, ich muss dich beruhigen. Aber geil, spannend, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Hier, das ist jetzt, da hat er einen Schuss. Ah, Tom Lenepool. Da haben sie einmal nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. 8 Minuten 40. Jetzt kommt wieder der andere Block rauf bei Polo. Jetzt wäre eine schnelle Antwort wichtig. Tabelle würde bedeuten, Alster geht vor auf Platz 2, einen Punkt vor Polo. Ich sitze die letzten Tage zu Hause, schreibe die Hausarbeit. Dachte, ich kommentiere jetzt hier entspannt und hab mehr Stress als vorher. Entspannt geht hier gar nichts. Oh mein Gott. So. Oh. Ja. Ja, hat er gut gemacht. Nein. Boah, dieses Lamentieren verstehe ich überhaupt nicht. Das reicht langsam, ja, wirklich. Alle in alle Richtungen, ne? Das ist. Ja, aber was soll er machen? Er legt den Brett und er läuft da rein. Tut mir leid, aber es ist ein Pfiff gegen. Ja, das ist das, was ich meine immer mit dem Interpretieren. Wer ist zuerst da, Stürmer oder Verteidiger? Ist es ein Brett stellen? Ist es ein Brett faul? Also es ist echt schwer. Bei diesem hier würde ich aber auch sagen, man sieht, dass er das Brett legen will und Niklas zieht durch. Also hätte ich jetzt auch nicht gepfiffen, die Ecke. Ja, Momentum jetzt bei Alster. Für die natürlich wäre es wichtig, jetzt nochmal schnell einen nachzulegen. Boah, ein Viertel wäre noch schön gewesen. Ne?
Nee, das reicht. Reicht jetzt von der Spannung, finde ich. So, die Halle ist auch mucksmäuschenstill. Ja. Ah, sehr gut schön abgeholt gemacht. Von Steib. Macht er sehr schön. Macht er sehr schön. Pöbel spielt er. Oh, Olli Binder. Nein! Oh mein Gott. Nein, oh. Oh, das ist der Ecke. Was? Ja, Was? Ich hab's nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber beide Schiedsrichter haben... Oh, da ist ein klarer Schläger. Das ist die Ecke! Jawohl. Das ist die Ecke! Hat Leon Törmblum sehr schön rausgeholt. Da spielt Leon Törmblum auch schon gar nicht weiter. Also er war ja auf dem Weg in den Kreis. Ob das immer so glücklich ist, das weiß ich nicht. Aber er war sich sicher, dass es die Ecke gibt. Auf jeden Fall. So, Bechi hat eine Ansage gemacht. Ich bin gespannt, was kommt. Steibi geht ganz nach hinten. Ist also nicht involviert bei der Ecke. Die letzte hat er versenkt. Oh. Olli Binder auf Ablage. Der hat eine sehr gute Ablage. Ja, deshalb. Ich gehe tatsächlich auch auf ja, Ablage. Ja, ist die Ösi-Ecke jetzt. Ganz klar. Österreichische Nationalmannschaft. Wollen wir hoffen, die sind sehr gut bei den Ecken. Wir hätten sie gern drin jetzt. Nein! Oh, ja. Oh mein Gott! Strafen mich lügen, die Jungs. Schade. Mein Gott. Ja, der kam von Köbel nicht gut zu Binder rüber. Der war zu weit vorne. Ja. Bisschen zu schnell gespielt vielleicht. Und Alzer war eigentlich gar nicht richtig draußen, was mich ein bisschen wundert. Oh, holt er sich gut ab. Sehr gut von Törnblom. So, Binder in die Ecke. Wieder Binder. Ja. Das macht er schön. Oh. Törnblom, da waren... Nee. Oh, ich hätte gesagt, da waren Schlägerfoul. Nee. Na gut. Mann, ich auch. Jetzt war der Torschuss halt zu weit neben das Tor. Dann wird er abgepfiffen. Noch 5 Minuten zu spielen. Ja, 5 Minuten 6. Sieht nicht danach aus, als wenn Pulo den Torwart rausnimmt. Nein, die machen das gut, die Jungs. Ne? Aber da fehlt einfach der letzte Schritt, der Weg ins Tor. Ja, die Chancen sind da. Ne? Das waren jetzt 2 oder 3 jetzt in den letzten Minuten. Man muss einfach einer rein. So, sehr gut. Das haben die jetzt gut gemacht. Das haben die schön gemacht. Oh. Das, ehrlich gesagt, sehe ich auch. Naja, aber Köbel beschwert sich auch nicht. Ich meine aber, dass er ihn am Fuß trifft mit dem Schläger. Ja, ich meine, da verliert er den Ball gegen Köbel, ne? Und wie er da hinterherläuft, das ist, ja. Da ist auch ein Foul. Lassen jetzt viel laufen, die beiden. Ich weiß nicht, ob das immer gut ist. Ja, ist schwierig, ne? Alzer nutzt die Zeit und wir sind jetzt bei deinen 4 Minuten angekommen. Ah, 4 Minuten, ne? Das sind die 4 Minuten, die Alzer entweder gewinnt oder verliert. Das ist ein Tor, mein Gott, ist Hallenhockey. Kann alles passieren. Ja, keiner bleibt Sieger da in dem Duell. Immer noch 4 Minuten. Karl Alt in der Ecke. Ja, nee. Ja, hat er Glück gehabt. Ja, spielt er den schön raus. Ja, Olli Binder muss die Hand wegnehmen. Ja, die müssen ins Bett legen. Ja, das machen wir jetzt schön. Boah, der steht auf seinem Schläger. Ja, der Fuß war außerhalb, ja, aber... Robert und Bechi sagen, Jungs, wacht mal auf jetzt. Hat auch komplett recht mit. Jetzt die letzten 3 Minuten. Ein bisschen mehr Druck. Ah, ich glaube, irgendwann am Ende werden sie doch nochmal den Kipper rausnehmen. So, der wird doch nochmal für Alster entschieden. 3 Minuten 5. Ah, Bechi will Gazi rausholen. Ja, er muss ja irgendwas verändern. So, die Kugel natürlich ganz clever. Der spielt jetzt da auf Zeit, der geht in die Ecke. Weiß, dass er bei seiner Technik halt eigentlich nur mit dem Foul den Ball verliert. Das heißt für die einfach nur die Zeit runterspielen, ne? Naja, würde ich an der Stelle jetzt auch machen, ehrlich gesagt. Das ist ja eigentlich sehr gut. Oh. Komm, Steibi. Ja, den... Da geht er raus. Den hat Körper geahnt. Jetzt geht's los. Jetzt. 2 Minuten 30. Ja, genau. Paul Smith drin. Mit Steibi. Jetzt müssen sie aber auch die Geduld haben und vor allen Dingen akkurat spielen. Das ist entscheidend. Oh, gefährlich. Ja, den kann er nicht machen. Karl Alt mit dem 4-2. 2 Minuten noch.
Sind das die Alster-Minuten gewesen, die vier, oder schafft Kohle noch mal was Entscheidendes? Dann jetzt schnell ein Anschlusstreffer. Ich bin sprachlos. Ja, muss man sagen, ne? Nick Kerner stark gemacht. Hat er ein ganz langes Brett irgendwo drin und ist dann unterwegs. Der ist gut. Komm, Jungs, macht jetzt noch ein Tor. Ah. Oh mein. Keine Kontrolle über den Ball. Ja, aber sowas passiert heute häufiger. Ne? Ja. Die Kontrolle vom Tor. 1,20. Wir brauchen den dringenden Anschluss. Ja, im Spiel gestern sieht man auch, ne, wenn man die Chance nutzt, was passieren kann. Und was passieren kann, wenn man eben nicht die Chance nutzt. Ah, der ist gut. Auf Fuß. Ja. Und jetzt muss es schnell gehen. Also hat theoretisch 30 Sekunden. Ah, ich gehe nochmal auf die andere Seite. Mal gucken, was die Schiedsrichter zulassen an Zeitspiel. Polo steht bereit. Also muss also rechtzeitig da sein. Im Zweifel wird jetzt einer zu früh rauslaufen und dann gehen noch mal Sekunden von der Uhr, fürchte ich. Ja, aber das ist unsportlich, finde ich. Ach. Ja, ist auch. Brauchen sie nicht. Ah, ein Siebener! Ja, Siebener. Das ist ein Siebener. So. Jetzt haben wir 29 Sekunden auf der Uhr. Ja, schwierig. Nick Kerner moniert war keiner, aber das Ding ist durch. Beide haben den 7 Meter angezeigt und der ist entschieden. Ja, also steht ja auch im Tor, also sorry, ich verstehe jetzt nicht, was nein, er da versucht zu nein, sagen. Also das ist jetzt nochmal ein bisschen Beeinflussung, ein bisschen gucken, ein bisschen sagen, ich habe es aber anders gesehen. Ja, das bringt jetzt auch keine Zeit, insofern kann es Polo egal sein. Aber es sind dann halt nur noch 30 Sekunden, wenn er reingeht. So, Schleibi gegen Jesulat. Der muss rein. Sehr schön gemacht von Potzenstalk. Genau die gleiche Höhe wie seine Ecke vorhin, nur in die andere. Ah, die Zeit bleibt stehen. Ja, muss ja. Zeit wird jetzt wieder angepfiffen bei Anstoß. 30 Sekunden, hier kann noch einiges passieren. Und dann wird Alster den Ball hinten versuchen, ganz sicher zu holen. Schreiben die Jungs wieder Geschichte oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Jetzt machen die Jungs Pressure, Druck. 25 Sekunden sind noch. Machen die schön. Ja, eins dabei, 20, 19. Ja, er guckt auf die Uhr, ja, moniert. Zeitspiel. Jetzt müsste er fallen, also das geht eigentlich nicht. Nee. Ja, das ist unglücklich, ehrlich gesagt. Das ist ja nur Zeitspiel, ist ja unfassbar. Ja, gut, aber was soll man da machen, ne? 2 Sekunden. Ja, das war's. Alster holt sich das einmal mehr in der Schlussphase, in der besseren Schlussphase. Und ehrlich gesagt, durch die vielen vergebenen Chancen, müssen wir sagen, dann auch verdient. Ja, auf jeden Fall. Klar, Alster das Clevere gemacht in der Schlussphase. Ja, das Ergebnis bringt Alster auf Platz 2. Beziehungsweise, je nachdem, wie HTRC jetzt gespielt hat, aber ich mutmaße mal, der HTRC hat gewonnen. Dann wäre HTRC mit 19 Punkten vorne, Alster mit 16 Zweiter, Polo 15 Dritter. Und jetzt kommt am nächsten Freitagabend das Spiel von HTRC gegen Alster. Muss HTRC gewinnen. Polo muss zu DTV. Haben hier zu Hause gegen DTV verloren. Es sind die Spiele ohne die Ösis, ohne die österreichische Nationalmannschaft. Also das wird ein interessantes Wochenende, wahnsinnig spannend. Wenn Polo bei DTV gewinnt und Alster beim HTRC verliert, beides möglich, aber eben auch genauso gut kann es in die andere Richtung gehen. Dann wäre Polo wieder auf dem besseren Weg. So haben sie aber die vorzeitige Chance verpasst und Alster hat das Momentum genutzt und ist wieder einen vor. Also, das wird ein wahnsinnig spannendes letztes Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag, nächstes Wochenende. Wir sind hier nochmal mit einem Heimspiel gegen Flottbek. Da freuen wir uns drauf. Ja, dann steigen auch unsere ersten Damen wieder ins Geschehen ein. Wir werden auch die Damenspiele weiterhin hier live kommentieren. Ja, herzlichen Glückwunsch an Alster für diesen Sieg. Knappes Ding, 4-3. Und wir verabschieden uns. Einen schönen Sonntag noch draußen an den Endgeräten, wie es immer so schön heißt. Ciao, bis dann. Ciao. Vielen bis Dank. Dann.